Ihr kommt mit leeren Händen zurück. Nein, wir haben das Logbuch, das du haben wolltest, du Arschler. Hat Beresch doch gesprochen Wahrheit? Ist meine Frau tot? Sie ließ uns keine Wahl. Sie hat uns mit dieser üblen Lykantrophie angesteckt und wollte uns nicht weglassen. Entweder musste sie oder wir dran glauben. Unwürdige Trottel. Ihr solltet nichts anderes tun, als gehen dorthin. Kaischas hätte erledigt den Rest. Wir können nicht gebrauchen, hirnlose Abenteurer. Wenn wir... Na, ein bisschen hirnlos waren wir, weil wir einfach seinen Auftrag angenommen haben, ohne vorher zu gucken, ob er ein guter oder ein böser ist. Wir sind nicht verwirrt, wir wissen, was los ist. Ich bin ein wenig verwirrt. Menders, oder sollte ich besser Silat sagen? Ich seid schließlich der Anführer der Werwölfe. Also, ihr seid schließlich der Anführer der Werwölfe. Warum seid ihr dann nicht selbst zur Insel zurückgesegelt? Ich bin kein Seemann. Ich bleibe, um Ort für mein Volk vorzubereiten. Viele Generationen sind wir schon auf Insel gefangen. Es ist Zeit zu kehren zurück in das Land unserer Großväter. Wir benötigten Seekarten und ich benötigte Abenteurer, die nicht stellen zu viele Fragen, aber ihr versagt haben. Warum habt ihr sie getötet? Ich weiß, dass ihr euch gegeben hat die Gabe der Lykantrophie. Ich es an euch rieche. Ich auch rieche Schuld. Kaischas Blut verfolgt eure Seele für allen Zeiten. Nee, garantiert nicht. Sie war ein böses Geschöpf, hat Menschen umgebracht, manipuliert und was weiß ich. Da wird uns nichts verfolgen. Ja, wir werden jetzt gehen. Wir haben doch bloß verhindert, dass eure verfluchten Leute die unschuldigen Leute hier anstecken. Ihr seid für Kaischas Tod verantwortlich, denn ihr habt uns unter falschem Vorwand dorthin geschickt. Selbst wenn ich euch laufen lasse, ihr würdet nicht weit kommen. Ihr seid angesteckt mit Lykantrophie. Ihr nicht weiterkommen werdet, bevor ihr verlieren Kontrolle. Diese Krankheit kann nur geheilt werden, wenn ihr tötet den Anführer der Werwölfe. Der bin ich. Und ich euch keine Chance geben werde. Ihr werdet hier und heute sterben. Der blutige Tag der Abrechnung steht bevor. Zu mir, Barasch. Auf das gerecht werde, meine Liebste. Ja, bringen wir das zu Ende. Alle auf. Bist du ein Großer? Nö, du bist ein ganz normaler Werwolf. Warum auch immer. Ich dachte, du bist der Anführer der Werwölfe. Na gut, Flammenstab auf dich. Du sollst in Deckung gehen. Du gehst auch mal in Deckung. Und dann mit dem Dolch auch auf den Anführer. Und du... Marsche Geschosse auf den Anführer. Ah, zwei kamen durch. So. Geh weg von Dünner hier. Magische Geschosse auf den Anführer. Du solltest nicht den Anführer tanken. Und du sollst auch nicht sterben. Ja, so viel zum Anführer der Werwölfe. 2200 Erfahrungspunkte. Da wäre der Kagu doch ein bisschen stärker. So, was hast du dabei? 100 Goldmünzen. Das war der Lohn für unsere Mühen. Naja, wir haben verhindert, dass ein riesiger Stamm Werwölfe aufs Festland gekommen ist. Das ist schon mal gut. Wir haben den Anführer getötet, dadurch sind wir jetzt auch selber befreit von der Krankheit. Und was haben wir denn hier? Bestimmt ein Kettenpanzer plus 2. Oh, plus 3. Ja, trotzdem. Keiner von uns benutzt Kette. Also kann der auch weg. Ah, da ist gar keine Treppe nach unten, wie es scheint. Seh dich mal um. Also irgendwie ist das ein komisches Ende. Okay, wir haben ihn umgebracht, wir sind befreit von der Krankheit, die Insel ist gerettet, bla bla bla, aber irgendwie bin ich trotzdem unzufrieden. Eigentlich müsste jetzt unter Zauberer kommen und sagen, ihr habt gut gehandelt, oder Elminster müsste auftauchen und auf die Schulter klopfen. Aber nee, das scheint es gewesen zu sein. Hast du was zu sagen? Ich weiß nichts, das euch helfen könnte. Ja. Wie viel brauchst du noch bis zu deinem Level Up? 3530. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Aber gut, ich speichere erstmal ab.
LP 48. 84. So, jetzt sind wir auch erstmal mit Ulgors Bier soweit durch. Also wir haben natürlich noch den Turm, den wir erledigen müssen und die dazugehörigen Quests, aber die spare ich mir auf bis ein wenig später. Also mein Plan ist jetzt erstmal groß einkaufen zu gehen, also die Sachen, die wir haben und übrig sind, verkaufen, neue Tränke, Stäbe und so weiter einkaufen und Munition und dann nachts zu der Festung der flammenden Faust zu gehen, um die nächste Quest zu bekommen, die Teil der Hauptquest ist. Die Hauptquest machen wir eine Weile weiter, solange bis es fast nicht mehr geht. Und dann springen wir ab und machen den Turm zu Ende. Eventuell zwischendurch noch ein, zwei Gebiete aufdecken, aber das war's dann auch. So, also gehen wir erstmal kurz zur Hohen Hecke. Weil da weiß ich, dass Girogon alleine reinflitzen kann. Und nicht die ganze Gruppe mitlaufen muss. Dann schaut er, was für Tränke da sind, zackt die ein und geht wieder zurück zur Gruppe. Weil leider wird das Inventar nicht aufgestockt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, jeder Händler hat nur einmal seinen Bestand und danach nicht mehr. Das heißt, die Händler in Baldur's Tor, die wir abgeklappert haben, werden schon die wichtigen Sachen, die wir brauchen, nicht mehr haben. So, also gucken wir mal da rein. Und schmeichel wieder den Magier, sonst verkauft er uns nichts. So, Pfeile haben wir genug. Feuerschutztrank, den hätten wir gebrauchen können in Dolags Turm. Aber jetzt nicht mehr. Widerstand gegen Kälte. 10 Phasen lang. Also, schon mal für später. In Dolags Turm gab es mehrere Räume, wo wir gerade nicht weiterkamen. Den Feuerraum haben wir mit Ach und Krach geschafft. Dann gab es noch einen Eisraum, einen Schleimraum und noch irgendwas. Also wäre Widerstand gegen Kälte und Explosionstrank genau das Richtige. Weniger Schaden durch die Kälte und Feuerschaden gegen die Monster. Obwohl, wir haben auch Feuerball und Feuerstrahl und so weiter. Ja, das wird schon. Magieabwehrtrank. Eigentlich würde ich gerne ganz normale Heiltränke kaufen. Hat er wohl keine. Stab des Frostes. Nee, den Feuerraum haben wir ja schon gemacht. Da werden wir keinen Frost mehr brauchen. Schade, schade. Dann war der ganze Weg hier schon umsonst. Oh, nö. Und verkaufen können wir ja auch nichts ordentliches. Doch die Seekarten, die brauchen wir nicht mehr. Die Tollkirschenblüten auch nicht. Was haben wir noch? Ah ja, die Puppe und das Baby. Wir werden das Baby jetzt nicht verkaufen, nein, keine Sorge. Wir werden es einfach, ja, nein, das lege ich auch nicht auf den Boden, das tue ich dem Baby nicht an. Ja, so sehr Rollenspieler bin ich. So, Girogon, wo bleibst du? Da kommst du. Dann müssen wir wohl doch nach Baldur's Tor zu dem Magier laden und hoffen, dass der noch Heiltränke hat. Da war der. Und zwar da. Unterwegs können wir mal gucken, was wir noch alles so brauchen. Magiewiderstand, den kannst du behalten. Der Abwehrtrank kann weg. Der macht nur die Rüstungsklasse auf 0. Guck mal, jetzt haben wir minus 4. Ich trinke ihn mal. Minus 5. Um 1 AC die Rüstungsklasse. Und das auch nicht allzu lange. Das bringt nichts. So, die können wir behalten. Den müssen wir behalten für die Quest mit dem Jungen hier in Baldur's Tor. Die Sachen können weg. Das Buttermesser von Balduran. Das Logbuch haben wir noch irgendwo, ne? Ja. Überfliegt das mal ganz kurz. Ja, ist echt nur das Logbuch und nicht irgendein Hinweis, wo man das hinbringen könnte oder verkaufen könnte oder dergleichen. Ein Museum wäre naheliegend, aber so, den Explosionstrank behalten wir. Pfeile hat sich auch erstmal genug. Benutzt mal die plus 1 Pfeile. Stäbe hat sie auch.
Sie hat zu viele Blitzstäbe. Definitiv. Ich meine, Jahira hat ja auch noch einen für sie. Aber die einzusetzen ist auch immer so gefährlich, ne? Oh, der Mantel war auch von der Insel, den werden wir auch nicht mehr brauchen. Hm, schon voll. Und der Stab kann auch weg. Ja, so, alle da, alle rein. Und Schnack an. Ja, also Frostriesenstärke bleibt, Heiltrank bleibt. Bleibt. Weg. Ja, weg. Alles weg, was wir nicht brauchen. Und falls es doch für Ega eine Quest sein sollte, kann ich es hier immer noch wieder hier abholen. Die Sachen bleiben ja auf dem Händler drauf. So, das Catnam kann auch weg. Und schon sind wir wieder bei 28.000 Münzen. Das ist doch ordentlich. Der Rest hatte nichts, doch. Das kann auch noch weg. Und der Abstreitkolben kann auch noch weg. So, jetzt haben wir aber nichts mehr zum Verkaufen. Nö. Gut. Dann schauen wir doch mal, was er so hat. Stäbe haben wir eigentlich genug. Die magischen Geschosse hatten wir hier schon rausgekauft. Feuerbälle haben wir Stäbe für, Blitze genauso. So, wir hätten gerne Eisriesen, Stärke, Tränke. Abwehrtränke nicht, nö. Heiltränke. Na gut, nehmen wir erstmal die. Drei Stück. Zwei Stück. Und die nehmen wir auch nochmal. Davon hat er auch nur drei. Wir werden echt noch mehr Händler abklappern müssen. So, Sturmriesentränke. Oh, 1680. Okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit, wie wir Dulax-Turm wirklich schaffen. Wir kaufen einfach die teuersten Tränke, pumpen alle damit voll und dann machen wir das Ganze. Keine Eisriesentränke. Frostriesenstärke-Tränke, ja. Na gut, dann halt die hier. Wozu haben wir das Gold, wenn nicht dafür? Ein paar Kugeln sind auch nicht schlecht. Davon hat er aber wenigstens unbegrenzt, oder? Oh, ein paar reicht. Nein, nicht die. Ich wollte die Kugeln kaufen. Ein paar reichen davon, weil die haben ja eigentlich noch genug. Sind ja eigentlich primär am Zaubern und nicht ganz so viel mehr am Schießen. So wie es sein sollte. So, und das war's dann auch schon. Und gab es hier noch einen Laden, der Tränke verkaufen könnte? Eine Herberge vielleicht? Nee. Hier war noch ein Gemischtwarenhändler. Der Billigladen des glücklichen Ailo. Gucken wir doch mal. Hoffentlich müssen wir nicht alle auf einmal rein. Dann reicht es, wenn Gero dahin flitzt. Der Rest kann schon mal zu dem Kartenabschnitt. Und. Ja, schön. Der hatte aber, glaube ich, die verfluchten Sachen, oder? Heiltrank ist schon mal gut. Zwei sind besser, drei ist noch besser, vier ist auch toll, fünf. Ne. Ja, Fluch der Hässlichkeit, Fluch der Torheit, Fluch der Dummheit wollen wir alles nicht. Aber die Heiltränke haben sich schon mal gelohnt. Also, da rein. Da raus. Und zurück zur Gruppe. Da hinten. So, was hatten wir hier? Den Heldentrank, davon brauchen wir noch mehr. Okay, das heißt, der rechte Trank ist zum Heilen, der mittlere Trank ist, um mehr Schaden zu machen und der linke Trank ist zum Schutz. Also in dem Fall hier Schutz vor Magie oder sonst gegen körperlichen Schaden. Und Rettungswürfe. Rettungswürfe ist ja auch für Zauber wichtig. Also ob man jetzt Furcht abbekommt oder versteinert wird oder dergleichen. Ja, dann haben wir noch die Stärketränke. Noch andere. Das sind verschiedene Heiltränke. 9 Trefferpunkte. 10 Trefferpunkte. Na gut. Immer dieser 1-Punkt-Unterschied. Das macht doch fast gar nichts aus. Aber alle sind schon beisammen. Dann gehen wir mal raus.